Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2 mit unseren Nachwuchsstammis. Und ja, wir sind hier jetzt auf einem Date mit der lieben Gräfin und der Beatrix. Und wir wollen ja, dass die beiden sich dann noch mehr lieben, damit die liebe Gräfin bei uns auch einziehen kann. Wohin gehst du jetzt? Wir haben hier einen Tisch, Mädel. Und dein Wunsch war es, noch mit uns essen zu gehen, oder nicht? So, dann gucken wir mal, was bestellen wir denn? Für alle bestellen. Den Hummer. Ja, guck mal, da ist wieder... Wow. Was... Wer bist du? Moment. Daria Behrens, du bist... neu, oder? Ah, nee, das ist die eine, die wir schon mal irgendwie getroffen hatten, ne? So. Dann können wir ja ein bisschen vielleicht mal flirten. Hoffen, dass sie darauf eingeht. Ja, perfekt. Und dann können wir ja uns zuprosten. Hallo? Was war das jetzt? Wieso seid ihr zurückgesetzt worden? Ja, super. Oh, wir könnten Fotos machen. Oder nicht? Jetzt willst du Bingo spielen, oder was? Bitten? Ja, bitte hier. Wow. Gewitter haben wir hier auch. Sehr schön. Sehr, sehr angenehm. Dann machen wir doch erstmal ein romantisches Foto. Man kann nicht mehrere gleichzeitig machen, ne? Was ist los? Was sollte das jetzt? Das hat auch funktioniert, oder nicht? Da bin ich mal gespannt, ob sie hierbei auch mitmacht. Komm noch mal mit rein. Aber ich glaube, dafür ist unsere Beziehung nicht hoch genug. Wir konnten nur Foto machen, ne? Dann machen wir noch ein dämliches. Ist ja noch eine Diva. Jetzt, wo wir keine brauchen, ne? Da sind sie echt drauf und dran, hier sich zu zeigen. Aber einen Mr. Big habe ich hier noch gar nicht gesehen. Und was will die Polizei hier? Haben wir irgendwas angestellt? Ach, die macht auch mit beim Bingo. Oh ja. Richtig küssen. Den schmeicheln. Dem abchecken. Schmutzigen Witz. Bewundern. Ach, musst du hier dich irgendwie... Ach, du guckst ihr beim Essen zu oder was hast du für Probleme? Tanzen. Was wird das jetzt hier? Nein, wir wollen euch nicht begrüßen. Du brauchst dich da nicht einzumischen. Du gehörst hier nicht zu unserer Gruppe. In Arme springen. Ich hoffe, dass sie uns... Moment. Ah, guck mal, hier ist eine gute Hexe. Die Tamara. Die hat das Gewitter jetzt endlich mal weggezaubert. Oh,
Aber das Date wird auf jeden Fall großartig. Ist doch auch schon mal was. Und guck mal, da ist Abigail. Na, Abigail, lange nicht mehr gesehen. So, dann können wir mit ihr noch Händchen halten. Und abknutschen können wir sie vielleicht auch noch. Hoffentlich mag sie das. Okay, und du setzt Abigail wirklich an so einen riesengroßen Tisch? Dann können wir ja noch ein bisschen zusammen tanzen. Also, ich denke mal, der. Warte, nein. Ich wollte eigentlich, dass ihr noch mehr Gefühle füreinander habt. Festdrücken. Damit wir dann vielleicht noch. Okay, jetzt sind wir gute Freunde. Was, was? Hä? Oh, shit. Wir müssen heim. Verdammt. Verdammt, hoffentlich verbrennt ihr nicht. Shit. Das kann ja heiter werden. Du sollst zahlen und nach Hause, Mädel. Oh Gott. Schön. Wo ist die Gräfin? Hallo, Gräfin? Die hat sich jetzt einfach verpisst, die Alte. Und lässt mich hier alleine. Geh mal lieber schnell rein. Wo ist die denn jetzt hin? Die ist tatsächlich weg. Ich glaube, die ist weggerannt, ne? Und wir müssen jetzt noch mit dem Taxi fahren. Und hoffen, dass wir ganz heil zu Hause ankommen, ne? Jetzt fahr doch mal schneller. Junge. Oh je. Na, immerhin sind wir uns schon mal ein bisschen näher gekommen und wären dabei fast draufgegangen, aber na gut. Hier ist es ja noch dunkel, das heißt, hier können wir unser Date vielleicht auch noch fortfahren. Der Pablo ist auch wieder zu Hause, dann laden wir die Gräfin doch ein, weil mitgekommen ist sie ja nicht. So, dann machst du dich halt ein bisschen frisch. Da kommt sie auch schon. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Ja. Vorschlag einziehen. Dafür kann jetzt mal das Duschen auch mal warten. Oh, toll, super. Hast du richtig schön hingekriegt. Kannst du das reparieren? Weißt du, dass du dich gerade hingelegt hast zum Schlafen, aber. Es muss ja irgendwie repariert werden, sonst steht nämlich die ganze Wohnung unter Wasser. Und sie zieht tatsächlich bei uns ein. Und 50.000 hast du nochmal mitgebracht, das ist ja fein. So, Superspürnase werden. Du möchtest also Polizistin werden, ist auch gar kein Problem. Dann werden wir doch gleich mal mit dir einen Job suchen. Irgendwie müssen wir tatsächlich hier die Wohnung dann anders machen. Siehst du nicht, dass ich mies drauf bin? Mir ist jetzt nicht danach. Es interessiert mich nicht, ob dir danach ist oder nicht. Gut. Ich glaube, dann kommst du ins Spiel. Ich werde das jetzt einfach durchführen. Dann werde ich mir nämlich da zwei hinstellen. Dann. Oder hast du selber eins dabei? Nö. Man muss das auch irgendwo draußen hinstellen, ne? Und eins dahin, dann sind die wenigstens noch getrennt voneinander. Du trinkst das hier und du trinkst das hier unten.
Waren wir jetzt nicht mehr mit Jenna darüber geredet, dass die das jetzt machen sollten? Aber ich denke mal, es wird langsam Zeit. Ich denke mal, das Date hat ja bewiesen, dass es nicht sehr angenehm ist, dann ein bisschen zu brutzeln. Und dass man auf die Zeit achten muss, wann man wieder zu Hause sein muss, damit man nicht verbrennt. Und der erste Vampir ist wieder geheilt. Sehr schön. Und du, meine Liebe? Hallo? Du sollst hier unten hin. Ach so, du kannst hier gar nicht rein, ne? Aha. Ah. Okay, dann kriegst du halt auch eine Tür. Wer weiß, wo ich die jetzt noch hinkriege? Vielleicht müssen wir doch das Haus wieder komplett anders aufbauen, damit die halt hier überall rum geistern können. Weil so viele Türen nebeneinander ist natürlich auch blöd, ne? So, und dann darfst du nämlich das hier jetzt auch mal trinken. Dann bist du halt keine Gräfin mehr. Du bist halt trotzdem Gräfin, aber keine Vampir-Dings mehr. Sehr schön. So, du siehst zwar trotzdem ein bisschen fertig aus, aber egal. Dann gucken wir doch mal, dass wir mal dir ein anderes Alltagsoutfit. Wobei du das eigentlich anlassen kannst, wenn du möchtest. Ich glaube, wir haben das auch noch in einer anderen Farbe, ne? In Lila? Irgendwie war da noch was. Es gibt das nochmal so. Das wäre natürlich auch eine Idee, dass du einfach das anziehst, aber es gibt es auch in Lila. Ich denke mal, das könntest du eigentlich mal zur Abwechslung anziehen. Nicht immer im roten Fummel. Und das Aussehen können wir uns ja auch mal. Ne, wieso hast du denn jetzt? Du weißt schon, dass du kein Vampir mehr bist, ne? Das ist dir klar. Ich glaube, sie hat das nicht so ganz gemerkt, dass sie geheilt worden ist. Aber vielleicht wird das ja noch. Kann mir die denn für eine Frisur geben? Sieht natürlich grauselig aus. Das ginge. Das ginge natürlich auch. Kann natürlich auch das hier einfach anlassen. Also, ich meine, als Frisur. Ich habe da eigentlich nichts dagegen. So, guckt die denn eigentlich so? Die sieht so müde aus. Vielleicht mal einen Lippenstift. Mal was Frisches, ne? Oh, genau so. Ich denke mal, so kann man das lassen. Wie findest du dich denn so? Sehr schön, ne? Ja, sie hat aber das immer noch drauf, dass sie gerne ihren Ellenbogen noch raufdingst wie ein Vampir. Ich hoffe, dass das sich über den Tag dann noch verbessert, weil das ist irgendwie blöd, wenn du die ganze Zeit so rumläufst. Weil du weißt ja ganz genau, dass du eigentlich kein Vampir mehr bist, ne? Naja, gut. Ich denke mal, das sind so die Nebenwirkungen. Ich weiß ja nicht, wie viele Jahrtausende sie schon als Vampir rumgeistert. Deswegen. Wir gucken einfach mal, wie es so am Tag aussieht. Oh, Patrick Daschke ist auch ein Vampir? Okay. Hast du den etwa verwandelt? Könnte ich mir ja fast vorstellen, ne? So, dann könntest du eigentlich von deiner Seite aus noch ein bisschen streiten.
Ich denke mal, wir werden uns jetzt erstmal entschuldigen. Und mehr geht nicht. Ärgern, doch, streiten. Würdest du jetzt mal aufhören zu essen? Du bist voll. Ärgern, streiten. Weil sie hat, glaube ich, gar keine Gefühle mehr, ne? Ja. Nur ich würde halt gerne, dass sie halt keine Gefühle mehr hat. Naja, gut. So, wie sieht's denn aus? Bist du in der Sonne safe? Müsstest du eigentlich. Du hast auch normale Bedürfnisse. Ja, das sieht doch fein aus. Dann kannst du direkt nochmal nach einem Job suchen. Ob wir schon direkt in die Polizeikarriere reingehen können. Bildung wolltest du ja nicht. Geheimdienst, Schnüfflerin. Ach komm, ja, genau. Ist das nicht das gewesen? Nee, das Geheimdienst. Du wolltest aber Gesetzeshüter Dings werden. Ah, toll. Da müssen wir mal am Computer gucken. Da gibt es auch noch einiges zu sehen. Und um die anderen Sims haben wir uns noch nicht gekümmert, wie zum Beispiel Pia und Pablo, ne? Die hätten Hunger. Warte mal. Komm mal her. Ihr müsst euch doch mal auch mal was zu essen machen, oder nicht? Könnt ihr nicht hier. Du müsstest eigentlich auf die Toilette. So geht ihr denn dann auch nicht? Das müsstest du mal säubern. Geheimdienst-Schnüfflerin sind wir ja im Moment. Irgendwas ist jetzt kaputt gegangen. Tanz-Aerobic-Lehrerin? Nee. Politik-Lobby-Lobbyistin? Muss jetzt eigentlich auch nicht sein. Da gibt es auch nichts mehr, ne? Kein Geheimdienst. Ich meine, wir können ja jetzt erstmal in der Schnüffler, also in dem Geheimdienst bleiben, bis wir dann in die Gesetzeshüterkarriere können. Ach, ist das süß. Und dann steht ja eigentlich da noch die Hochzeit an, ne? Aber jetzt muss ich erstmal gucken, was ist denn los? Dann versuch doch endlich erstmal das Klo zu entstopfen. Und dann musst du ja auch schon bald auf die Arbeit, ne? So, dann gehst du schnell duschen und dann kannst du zur Arbeit gehen. Weil so ein bisschen frisch willst du ja schon sein, ne? Und du könntest ja eigentlich mal die Bude aufräumen. Oder auch nicht. Super. Ich wollte ja sowieso renovieren. Und dann wird sich das vielleicht doch noch ein bisschen ändern. Ja, dann ess doch auch was, Mädel. Halt dich nicht auf. Und wieso willst du das denn jetzt betrachten? Du gehst jetzt erstmal duschen. Und was macht ihr hier oben? Reste nehmen? Du hörst jetzt auch mal auf, bitte. Weil du willst dir nämlich auch was gönnen. Und zwar Omas Supersuppe. Dann könnt ihr doch ein bisschen noch flirten, Hände streicheln, Happen stehlen und zuprosten. Und dann bin ich mal gespannt,
Okay, irgendjemand spielt jetzt Gitarre. Wer? Ach, die Jenna. Sehr schön. Aber du bist eigentlich müde, ne? Und die Betten reichen eigentlich gar nicht. Dann werde ich gucken, dass ich in der nächsten Folge dann bis dahin die Wohnung neu eingerichtet habe. Vom Stil her werde ich es, glaube ich, so lassen, weil mir das eigentlich so ganz gut gefällt. Und es gibt halt wieder ein neues Haus. Vielleicht auch, wo die anderen, wo wir wieder alle unter einem Dach wohnen. Wobei mir das eigentlich hier ganz gut gefällt. Naja, gut. Ihr werdet es dann sehen in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.